die Nacht durchgelernt. In einer Stunde hat Max sein Examen und im Kopf herrscht Chaos. Und so ein Lernmarathon hinterlässt seine Spuren. Wohlerzogen wie Max ist, hält er sich die Hand vor den Mund. Aber Achtung, Aberglaube. Wie bitte? Ja genau, die Hand vor den Mund halten, das stammt aus dem Mittelalter. Denn Gähnen war damals keine Lappalie. Der weit aufgesperrte Mund galt als handfestes Risiko, dem Teufel zu verfallen. Die Menschen glaubten, dass böse Geister den offenen Mund als Eingang in den menschlichen Körper nutzen konnten. So war man schnell vom Teufel besessen, vielerorts ein Todesurteil. Deshalb schlug man die Hand vor den Mund, um dem Teufel keine Möglichkeit zu geben, in den Körper zu gelangen. Um die Dämonen nachhaltig fernzuhalten, bekreuzigte man sich auch in einigen Regionen nach dem Gähnen oder sandte zur Sicherheit ein Stoßgebet gen Himmel. Wer häufig beim Gähnen ertappt wurde, galt, je nach lokalem Aberglauben, als von finsteren Mächten verfolgt und besessen, verflucht oder gar an der Pest erkrankt. Da unwillkürliches Gähnen den Betroffenen angeblich Geisteskrankheiten bescheren konnte, war es ratsam, nicht in der Öffentlichkeit zu gähnen, sondern lieber heimlich. Schließlich wollte man nicht für verrückt erklärt werden. Eine Ausnahme gab es jedoch, und zwar bei Paaren mit Kinderwunsch. Dort hatte das Gähnen einen guten Ruf. Musste die Frau nach dem Sex herzhaft gähnen, natürlich mit Hand vor dem Mund, galt eine Schwangerschaft als so gut wie sicher. Todmüde, leer im Kopf. Und die Zahlen auf dem Papier machen auch immer weniger Sinn. Max ist sich klar, dass er heute bei der Prüfung viel Glück brauchen wird. Also, nochmal kräftig Daumen drücken. Kann ja nicht schaden. Aber warum machen wir das eigentlich? Woher kommt dieser Aberglaube? Er geht zurück ins Römische Reich. Dort nahm der Daumen eine entscheidende Rolle ein. Und zwar bei den Gladiatorenkämpfen. Wenn die Menschen im Publikum damals Mitleid mit einem gescheiterten Kämpfer hatten, hoben sie eine Hand und schlugen den Daumen mit den übrigen Fingern ein. Der dicke Finger symbolisierte für die Römer nämlich das tödliche Schwert. Das Einschlagen des Daumens stand bildlich für das Schwert, das in die Halterung zurückgesteckt werden sollte. So baten sie den Herrscher um Gnade für den Kämpfer. Sie drückten ihm also die Daumen. Die Geste nannte man im Lateinischen auch primere pollicem, was übersetzt den Daumen drücken heißt. Convertere pollicem hieß es, wenn der Gegner getötet werden sollte. Der Daumen wurde dafür in Richtung Brust gestreckt. Ein Teil der Bedeutung des Daumendrückens kommt also aus dieser Zeit. Den Daumen mit Glück in Verbindung zu bringen, das verdanken wir den germanischen Völkern. Da spielt der Daumen eine entscheidende Rolle. Ihm wurden übernatürliche Kräfte zugeschrieben, mit denen man Zaubern und Krankheiten heilen konnte. Der Daumen galt buchstäblich als Glücksfinger, besonders der eines gehängten Diebes. Man schnitt deshalb einem Gehängten den Daumen ab oder stahl gleich die ganze Leiche, um später den Glücksdaumen an sich zu nehmen. Diese Finger wurden oft mit Gold oder Silber überzogen und von Spielern bei sich getragen, um so das Glück auf ihrer Seite zu haben. Den Aberglauben an den glücksbringenden Daumen übertrug man im Mittelalter auf Hexen und Dämonen. Daumen drücken, um Unheil abzuwenden. Diese Bedeutung hat es bis heute. Okay, Max, du kannst aufhören zu drücken. Ist doch eh nur Aberglaube. Außerdem musst du dich beeilen, sonst kommst du zu spät und fällst schon deshalb durch. Aber Achtung, Max. Vielleicht gibt's ja noch mehr Bereiche, wo du abergläubisch bist. Na, wir werden sehen. Und wir sehen, Max klopft dreimal auf Holz. Ein alter Seefahrerbrauch, um morsches Holz zu finden. Doch auch hier steckt Aberglaube drin. Wichtig bei diesem Brauch ist die Zahl 3. Denn die 3 ist in vielen Kulturen eine Glückszahl. Sie steht hier bei uns im Abendland für den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Die Dreifaltigkeit im Christentum.
Ursprünglich klopfte man auf ein Holzkreuz, um Gottes Beistand zu haben. Von diesem Brauch ist nur noch das Material Holz übrig geblieben. Man klopft dreimal auf etwas Hölzernes, wenn man zufrieden mit etwas ist. In der Seefahrt hat das Klopfen auf Holz zwar auch Tradition. Ein Matrose hatte vor dem Anheuern das Recht, am Mast zu klopfen, um sich ein Bild vom Zustand des Schiffes zu machen. Wie oft er klopfte, war aber egal. Bergarbeiter klopften aus dem gleichen Grund auf die Holzbalken, mit denen die Stollen abgestützt waren. Ein heller Ton signalisiert gutes, trockenes und damit auch tragfähiges Holz. Ein dumpfer Ton dagegen zeigte, dass die Balken nass, faul und morsch waren. Zurück zu Max. Die Prüfung ist geschafft. Zeit zum Feiern. Da darf das obligatorische Anstoßen natürlich nicht fehlen. Aber Achtung, Aberglaube. Im Mittelalter war der Alltag geprägt vom Glauben an böse Geister. Die lauerten theoretisch überall und warteten nur darauf, in die Körper der Menschen zu fahren, auch beim Trinken. Deshalb versuchten die Leute mit dem Anstoßen möglichst viel Lärm zu machen, um die Dämonen zu vertreiben. Auch sonst war Krachmachen zum Zwecke des Geisterverscheuchens in Mode. An Silvester zum Beispiel. Aber es gibt noch eine zweite, ganz weltliche Erklärung, die auch aus dieser Zeit stammt. Vergiften war damals eine beliebte Methode, um unliebsame Gegner aus dem Weg zu räumen. Um einem Gast zu zeigen, dass kein Gift im Trank ist, hat man angestoßen. Und zwar so kräftig, dass die Becher überschwappten und die Getränke in den Krug des anderen flossen. Ein echter Vertrauensbeweis. Aber in diesem Fall leider ohne Erfolg. Na, Max, doch ganz schön viel Aberglaube, wo man ihn nicht vermutet, stimmt's? Und wie aufs Stichwort kommt jetzt auch noch ein Schornsteinfeger. Dass der Glück bringen soll, weiß auch unser Student. Aber warum eigentlich? Auch das stammt aus dem Mittelalter. Der Schornsteinfeger war durch seine tägliche Arbeit zwar schwarz und finster wie der Teufel. Dennoch war er damals ein gern gesehener Besucher. Im Mittelalter fingen die Häuser nämlich leichter und häufiger Feuer als heute. Der Schornsteinfeger kam ins Haus und reinigte den Kamin. Unter anderem auch von dunklen Mächten und Dämonen. Somit schützte seine Arbeit die heimischen vier Wände. Er brachte also Glück ins Haus. Max ist jetzt klar, selbst wenn wir glauben, nicht abergläubisch zu sein, viele Dinge, die wir im Alltag tun, haben ihren Ursprung genau da.